Heute bin ich in Dresden unterwegs und treffe eine sehr interessante Sportlerin. Und wer das sein wird, das seht ihr gleich. Hallo. Hey. Na? Anna, na, wie geht's dir? Ganz gut, und dir? Ja, auch. Schön ist hier. Ja, schönes Auto hast du hier. Ja, magst du mal mitfahren? Jetzt? Ja, und mir ein bisschen die Stadt zeigen. Ja, na klar. Ja, cool, dann steig ein. Okay. Kommt es eigentlich auch vor, dass das Shorttrack mal mit dem Eisschnelllaufen verwechselt wird? Weil es ähnelt sich ja schon irgendwo. Ja, also das ist auch so der wunde Punkt bei uns. Also leider ziemlich oft kommt es vor, ja. Also auch jetzt einen wunden Punkt bekommen? Schon ein bisschen. ja, aber der große Unterschied ist natürlich, dass bei ihnen geht es nur um die Zeit und jeder hat seine eigene Bahn, was wir sehr langweilig finden. Und bei uns geht es schon darum, so, ja, der Erste, der im Ziel ist, der hat eben gewonnen, der ist auch wirklich der Sieger. Es geht um Taktik, überholen. Klar sind auch Stürze dabei, aber ich finde es einfach viel spannender und macht auch viel mehr Spaß. Was ich erstaunlich finde bisher in deiner Karriere, dass du ja mit 15 Jahren schon an den Olympischen Spielen teilgenommen hast. Andere machen erst eine Ausbildung oder beenden die Schule und machen Abitur. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also das war, also wenn du das jetzt so sagst, dann realisiere ich das erstmal ja, so. Ja, also weil, wirklich. Nee, also das ist schon, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass das alles so geklappt hat. Und auf jeden Fall ist da trotzdem noch Luft nach oben. Also ich will jetzt natürlich bei den nächsten nicht nur teilnehmen, sondern dann auch erfolgreicher sein, als ich bis jetzt war. Ja, Anna, wie ich jetzt gerade sehe, hast du ja auch gerade einen Gips. Du bist zurzeit leider verletzt. Und du hattest 2016 ja auch schon eine starke Verletzung. Ja, also das war natürlich schon erstmal ein großer Schock. Also so ein Wirbelbruch, das klingt ja auch schon ziemlich ernst. Und viele haben auch gesagt, ja, Anna, denkst du, dass du nochmal so zurückkommst? Und ich habe eigentlich immer so mir, ja, eigentlich ganz nach dem Motto, nichts ist unmöglich, habe ich mir eben so gedacht. Also klar wird es hart und auch ein langer, harter Weg, aber es stand außer Frage, dass ich ja immer wieder zurückkomme, ich immer wieder zurückkämpfen muss und es war auch nie irgendwie eine Option, da jetzt aufzugeben. Du, Anna, sag mal, ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man klein ist beim Shorttrack? Doch, auf jeden Fall. Also hast du schon ganz gut erkannt, das ist natürlich einfacher, wenn der Schwerpunkt da weiter unten ist. Also das heißt, ja, ich könnte der nächste Shorttrack-Star werden. Ja, also normalerweise fängt man aber ein bisschen früher an, aber warum nicht? Also wenn du Lust hast, könnten wir auch erstmal auf dem Land anfangen, weil momentan eh kein Eis ist. Anna, du weißt, ich liebe Herausforderungen und die nehme ich natürlich an. Okay, aber das, also, ich werde dich jetzt auch nicht schonen, also es wird schon ein Training. Ne? Also, ja, ein bisschen okay, drin. Von mir aus, wir können schwitzen, also das ist gar kein Problem. So, jetzt sind wir bei Anna hier im Kraftraum. Wenn ich jetzt meine Shorttrack-Karriere starten sollte, was erwartet mich jetzt hier für Übung? Ja, dann komm mit, wir brauchen ein bisschen Platz auf jeden Fall. Ja gut, das war jetzt schon anstrengend, aber wo ist denn da die Herausforderung? Ich habe hier eine schöne Kiste für dich. Du gehst hier tief in die Hocke ja. Und dann springst du mit dem einen Bein hier hoch und landest. Nein, nicht weg! Ja, boah. Nicht schlecht. Jawohl, ja, ja. Das war das für eine Herausforderung. Ja, wenn du das jetzt 10 Mal und 3 Sets davon machst, dann können wir weitersprechen. Also, wie? Zeig mal. Ja, also du machst immer wieder. Na gut, dann bin ich jetzt raus. Ja, Anna, es war ein toller Tag heute. Fand ich auch. Danke nochmal, dass ich ein bisschen mitmachen durfte. Gerne, hat mich auch sehr gefreut. Und ich finde, du bist zu Recht im Team Toyota, denn du bist eine sehr, sehr inspirierende Sportlerin. Und wie du weißt, bekommt jedes Mitglied vom Team Toyota auch ein Auto. Und deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und wen ich als nächstes besuchen werde und euch als Team Toyota-Mitglied vorstellen werde, das seht ihr in der nächsten Folge.